Ja, okay, dann beweisen wir mal ein paar Sachen zur Multiplikation. Und zwar fangen wir mal an mit: Für alle natürlichen Zahlen gilt n mal 1 gleich n. Ne? Also wenn ich n mit der 1 multipliziere, dann kommt wieder n raus. Okay, wie kann man das machen? Man kann ja es vielleicht mal direkt versuchen. Ne? Man kann auch vollständige Induktion probieren. Man wird aber feststellen, es geht auch direkt. Und zwar, direkter Beweis, wir fangen auf der einen Seite an und formen so lange um, bis wir rechts bei n rauskommen. Ne? Gut, wie können wir n mal 1 umformen? Naja, wir wissen, 1 ist der Nachfolger der 0. So war die 1 definiert. So, ne? Was haben wir da verwendet? Ich schreibe es jetzt hier mal irgendwie drunter. Da haben wir die Definition der 1 verwendet. So. Okay, n mal 0 Strich. N mal 1 ist gleich n mal 0 Strich. So. Jetzt müssen wir überlegen, was ist n mal 0 Strich? Wir haben hier die Multiplikation stehen. Und ja, da können wir mal versuchen, die Definition der Multiplikation anzuwenden, und zwar Mult 2. Denn Mult 2 besagt ja, dass m mal der Nachfolger von n ist dasselbe wie m mal n plus m. Und in unserem Fall ist eben n mal der Nachfolger von 0 gleich n mal 0 plus n mit Mult 2. Na? So, n mal 0 plus n. Ja, und jetzt wissen wir, auch nach Mult 1 ist n mal 0 gleich 0. Das ist also 0 plus n nach Mult 1. Ich zeige es nochmal. N mal 0 ist gleich 0 nach Mult 1. So. Ja, und jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass 0 plus n gleich n ist. Und auch das ist der Fall. Das haben wir mal separat bewiesen. Das war, haben wir, glaube ich, genannt, 0 ad L für 0 addiert links. Okay, ja, stimmt, ne? Haben wir geschafft. Ja, das ging ja flott. Dann machen wir noch den Beweis andersherum, oder der Beweis der umgedrehten Aussage, nämlich 1 mal n gleich n. So, und da wird man jetzt Schwierigkeiten haben, wenn man es versucht, direkt zu beweisen. Und ja, dann würde ich sagen, probieren wir es doch mal mit vollständiger Induktion. Und der Vorteil ist ja eben auch hier wieder, dass unser n rechts neben dem Multiplikationszeichen steht und unsere Multiplikation ja so definiert ist, dass die Rekursion über den rechten Faktor gemacht wird. Und insofern passt das wieder. Also, was müssen wir zuerst machen? Naja, wir müssen erstmal zeigen, Induktionsanfang. Wir setzen n gleich 0. So, zu zeigen ist also, schreibt mir hier rechts hin, zu zeigen 1 mal 0 gleich 0. Entschuldigung, jetzt habe ich hier n hingeschrieben. Ah. 1 mal 0 gleich 0. Wir haben jetzt überall hier oben für n gleich 0 eingesetzt. Na? Das ist jetzt zu zeigen, 1 mal 0 gleich 0. Ja gut, ich würde sagen fertig, ne? Weil, ich schreibe es nochmal hin, 1 mal 0 ist ja 0, gerade nach Definition der Multiplikation, Mult 1. Gut, da gehen wir gleich zum Induktionsschritt. Dafür brauchen wir erstmal die Induktionsannahme, die besagt, für irgendein k gilt 1 mal k gleich k. Und dann ist zu zeigen, dass es auch für den Nachfolger gilt. Also 1 mal der Nachfolger von k ist gleich der Nachfolger von k. Gut, das hier ist also zu zeigen. Legen wir links los und formen so lange um, bis wir rechts rauskommen. 1 mal k'. Da können wir
die Definition der Multiplikation anwenden, mult 2. Deswegen machen wir ja wieder zur Erinnerung, deswegen machen wir ja die Induktion über die rechte Variable, also rechts neben dem Multiplikationszeichen. Das war nix. Nach mult 1 ist das 1 mal k plus 1, richtig? Mal kontrollieren, 1 mal k plus 1 nach mult 2. Gut. Ja, da wir jetzt die Rekursion, den rekursiven Teil der Definition verwendet haben, können wir jetzt hier an dieser Stelle hier 1 mal k durch k ersetzen, gemäß der Induktionsannahme. Das ist also gleich k plus 1 nach Induktionsannahme. Und k plus 1 ist k' nach 1 ad r, hat man das genannt. So, ja, dann sind wir da angekommen, wo wir raus wollten. Ne? Das haben wir ja gezeigt. 1 mal k' ist gleich k'. Das war zu zeigen. Also q e d.